Wir sind Andreas und Jakob. Und wir zeigen euch, wie man in Zeiten von Corona, wenn alle Jungwiesergruppen ausfallen, trotzdem ein bisschen üben kann. Wir fangen mit Atmen an. Und dazu braucht ihr einen Strohhalm. Ganz genau. Jakob atmet jetzt mal ein, ohne dass man was hört. Und dann atmet er durch den Strohhalm wieder aus. Super. Und jetzt machen wir das nochmal und nehmen einen Zettel, so einen ganz normalen Zettel. Und dann versucht der Jakob mal, ob er mit dem Luftstrom den Zettel zum Flattern kriegt. Das klappt prima. Dann halten wir den Zettel mal ein bisschen weiter weg. Das klappt immer noch prima. Dann halten wir ihn noch weiter weg. Klappt immer noch, ihr könnt es zwar nicht mehr sehen, aber es klappt trotzdem. Sehr gut, dann nimm mal dein Mundstück, Jakob, und leg den Strohhalm weg. Und dann versuchen wir dasselbe mit dem Mundstück. Einatmen. Klasse. Beim Einatmen ist es wichtig, dass ihr Luft holt von unten nach oben und hier aufhört. Die Schultern dürfen nicht mit hochgehen. Nochmal. Das war nämlich genau verkehrt. Und nochmal zeigen. Einatmen. Stopp. Ausatmen. Und durchs Mundstück ausatmen. Einatmen. Mundstück ausatmen. Ah, man hört, wie es rauscht, die Luft fließt. Alles ist richtig. Ihr könnt euch auch vorstellen, ihr würdet eine Kerze auspusten, die ein bisschen weiter weg steht. Puste mal mit deinem Mundstück eine Kerze aus. Oh, da kommt schon gleich ein Ton. Prima. Das mit den Tönen zeigen wir euch im nächsten Video.